sollte der 13. Spieltag also den Weidenern mehr Glück bringen an diesem 13. Oktober. Die zweite Halbzeit noch besser als die erste. Im Angriff immer wieder angetrieben von Markus Wolf im defensiven Bereich auf der rechten Seite. Hier haben wir Otto Hummel gegen den Libero Lutz Ernemann, den 33-Jährigen. Und dann das Foul, etwas ungeschickt, muss man sagen, von Bernhard Solter an Otto Hummel. Keine Sekunde zögerte Schiedsrichter Alexander Meißel, gab Elfmeter. Wir sehen das noch einmal. Solter nicht zum Ball, sondern er streckt einfach den Fuß heraus und Hummel fällt über diesen Fuß, korrekt die Entscheidung. Das Duell Hans Dotzler gegen Thomas Stöger, den Verteidiger. Und in der 49. Minute das 1:1, wiederum durch einen Mannbrecher. Den Gegenspieler des Mittelstürmers der Spielvereinigung Weiden, Hans-Peter Asbeck, der auch kaum zum Zuge kam in dieser Begegnung, ein Verdienst von Solter. Wir sehen, dass sich Dotzler früher bewegt, aber sehr platziert. Der Elfmeter von Thomas Stöger, 1:1 in der 49. Minute. Das Spiel also wieder offen und es wurde noch spannender. Der Libero, der Echinger mit der Nummer 8, Stefan Reich, neben Markus Wolf, Thomas Stöger, der Manndecker und Christian Müller zählte er zu den besten Spielern des Tabellensechsten. Matthias Göbel. Ja, und ein herrlicher Treffer zum 2:1, da freut sich der 19-jährige Christian Müller. Ja, solche Tore mag man immer wieder sehen. Matthias Göbel in der 55. Minute das 2:1 für die Echinger. Der Mittelfeldspieler, er spielt im linken Mittelfeld, kam von der Spielvereinigung Unterhaching, ist im zweiten Jahr jetzt bereits beim TSV Echinger. Und Sepp Summerer immer noch angespannt, aber jetzt sah es natürlich für seine Elf schon besser aus. Die Weidner im Angriff. Hier lässt sich Hans-Peter Asbeck fallen, Schiedsrichter Meißel fällt nicht darauf herein, gibt Freistoß für die Echinger. Wir sehen das noch einmal in der Zeitlupe. Meierhofer und dann hier. Er fällt nach vorne, etwas zu spektakulär. Natürlich waren zwei Spieler auch an ihm, unter anderem auch Thomas Stöger. Weiden wechselte aus, brachte für Herbert Riedel, Sigi Gleisner und für Hans-Peter Asbeck, der, das muss man sagen, enttäuschte, aber auch schon lange eine Pause nötig hatte, Oliver Ehring. Tja, und Sepp Summerer, gespannt, was da nun kommen sollte. 2:1 steht es für seinen Verein, der am Anfang der Saison ganz unten stand. Und dann Herbert Meierhofer, wieder ein herrliches Tor, ein Dropkick. Und da freut sich der Schwabacher über dieses Tor in der 62. Minute. Egalité, wiederum. Schön die Vorarbeit von Scheidig und dann dieser Heber und Christian Müller. Ja, er musste wahrscheinlich auch ein bisschen vor seinem Tor stehen. 2:2, der Ausgleich wieder. Auch die Echinger wechselten aus, brachten ihren Landesliga-Torschützenkönig Michael Witzel für Krikri Radlmeier. Meierhofer vorbei. Nur noch Christian Müller vor ihm. Und dann hält der 19-Jährige eine bravouröse Leistung des Keepers des TSV Eching. Das hätte hier die Vorentscheidung sein können. Also es blieb spannend in Eching. Es war ein sehr, sehr faires Spiel, das muss festgestellt werden, obwohl es zweimal 10 Minuten Zeitstrafe gab. Aber beide Teams konnten aus der Zeitstrafe hier für Manfred Walz, der Weidener, kein Kapital schlagen. Hans Greben moniert das noch. Dann noch ein Wechsel beim TSV Eching. Ich habe ihn angesprochen. Witzel kam herein. 19 Tore schoss er in der Landesliga Süd. War bester Schütze. Und er kam also für Christian Radlmeier, der in diesem Spiel nicht überzeugen konnte, beziehungsweise von Mario Schmalfuß abgemeldet wurde. Scheidig, auch er spielte hervorragend. Dann versucht er den Torhüter zu überraschen, aber Christian Müller hält den Ball. Wieder die Weidener in einer starken letzten Viertelstunde.
Und wieder Christian Dill. Ja, ihm gebührt tatsächlich nach Bayernliga-Maßstäben hier das Prädikat, die Note 1. Möglichkeit für den TSV Eching bei diesem Freistoß von Wolfgang Donders mit der Nummer 7. Und auch Dotzler stellt seine Klasse unter Beweis. Manfred Walz. Und auch hier eine sehr gute Möglichkeit für die Spielvereinigung Weiden, das Ergebnis noch einmal zu verbessern, den Führungstreffer für den Tabellendritten zu erzielen. Ich darf es vorwegnehmen, es blieb in einem gutklassigen Bayernligaspiel bei diesem 2:2 des Schülers gegen den Lehrer Sepp Summerer, gegen Hansi Greben, die sich beide ja freundschaftlich verbunden sind. Und wir haben dann noch ein Interview mit diesen beiden. Liebe Zuschauer, das Stadion hier an der Dietersheimer Straße hat sich schnell geleert. Die 1300 Zuschauer waren schnell weg. Und ich glaube, die beiden Trainer, die ja gut befreundet sind, können auch mit dem Ergebnis zufrieden sein. Die Serie von beiden Vereinen hält an. Ihnen, Hansi Greben, erst einmal herzlichen Glückwunsch zum 45. Geburtstag, den Sie heute gefeiert haben. Danke. Ja, ich finde auch, dass das Ergebnis in Ordnung geht. Wir hatten sicherlich in der ersten Halbzeit größere Spielanteile und gingen also da auch von den Spielanteilen her gesehen verdient in Führung. Nach der Pause, es war mir klar, dass Eching seinen Kampfgeist mobilisieren wird, haben wir also etwas den Start verschlafen. Da war meine Mannschaft sich zu sicher und wir gerieten ja auch dann in den Rückstand mit 1:2. Es waren also vor allem das 2:1 von Eching war also ein herrliches Tor, muss ich sagen. Aber wir haben nicht aufgesteckt und ich glaube, dass der Ausgleich für uns im Gesamten gesehen auch verdient ist. Ja, das kann man sagen. Der Schüler, wenn man so will, hat dem Meister einen Punkt abgeknöpft. Sie waren ja lange Zeit bei den Bayern unter Hansi Greben Trainer. Sepp Sommer, auch zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, sicher sind wir zufrieden. Wir haben heute gegen Weiden gespielt, also die ist also sicher zu den stärksten Mannschaften gehört in der Liga. Und ich muss sagen, es freut mich also unwahrscheinlich, dass wir gegen Hans einen Punkt gemacht haben. Wir haben uns also früher immer sehr gut verstanden. Bei den vielen Verletzten vor allen Dingen auch, ne? Ja, sicher. Wir haben also nur noch einen Ersatzspieler gehabt. Ich muss sagen, der Mannschaft muss ich ein Kompliment aussprechen. Er hat also sehr gut gekämpft. Und wie der Hans schon gesagt hat, das Ergebnis war sicher gerecht. In der ersten Halbzeit war von unserer Seite nur eine Chance. Aber gleich nach Beginn haben wir also 2-3 Möglichkeiten gehabt. Und wir sind auch dann verdient und Führung gegangen. Der Ausgleich, gut, da haben wir ein bisschen gepennt. Ein bisschen nicht aufgepasst und schon was passiert. Also, aber trotzdem, es ist gerecht. Also hoffentlich honorieren das die Zuschauer auch in Eching. In Weiden wird sie honoriert, da haben sie ja viele Zuschauerzahlen. Die Echinger spielen am 8. Dezember im Grünwalder Stadion gegen 60, höchstwahrscheinlich. Und da wollen wir mal sehen, ob dann vielleicht ihre Kasse ein bisschen aufgebessert werden kann. Dankeschön bei einem schönen Spiel hier in Eching. Wenn alle Bayernligaspiele so wären, dann können wir zufrieden sein. Zurück ins Studio.